Schön hier. Ja, ich denke, ganz spontan, Ruhe ist sicherlich auch sehr wichtig. Zeit finden für sich, Stress abbauen. Natur. Hier sind gute Schwingungen. Das ist aber nicht das Thema. Methode 1, beziehungsweise das, was ich als erstes machen würde oder als ich als erstes empfehle, ist vielleicht etwas ungewöhnlich für den einen oder anderen, aber es ist der wichtigste Punkt. Ich müsste 5 Punkte sozusagen herunterbrechen. Und das ist gar nicht so einfach, weil ich würde wahrscheinlich 20 Dinge tun. Aber die 5 wichtigsten und der allerwichtigste ist, du musst dich selbst lieben. Wenn du das nicht tust, dann hast du Angst. Und Angst ist die schlimmste Schwingung bei dir im Körper. Das habe ich schon mal erklärt im Wasservideo mit der Oktave und so weiter. Und es passiert auch immer genau das, was du dir am meisten, beziehungsweise womit dein Unterbewusstsein am meisten konfrontiert ist. Und wenn es das nun mal die Angst ist, dann wird eben auch Law of Attraction eintreten. Das heißt, immer das passieren, was am meisten eingegeben wurde quasi ins Unterbewusstsein von dir. Und dann wirst du auch alles dafür tun, dass das auch passiert. Automatisch wird dein Handeln sozusagen gesteuert sein. Aber um Angst zu verhindern, musst du dich selbst lieben und du musst wissen, was du an dir hast. Das ist das Allerwichtigste. Es ist klar, dass du einen Teil von deinem Leben wahrscheinlich aufgeben musst für einen bestimmten Zeitraum. Aber wenn du dich selbst nicht liebst, ja, dann wirst du keine Veränderungen in dem Sinne zulassen. Ja, beziehungsweise dann wirst du auch nicht akzeptieren, eine bestimmte Veränderung temporär, sondern du würdest sie als Verzicht deklarieren. Aber wenn du begreifst, wofür du das Ganze machst, dann lohnt es sich wieder in der Bilanz unterm Strich. Wenn du auf was zurückkommen kannst, zum Beispiel auch, ja, hallo Flugzeug, zum Beispiel auch Familie oder einfach was, ein Leben, was du dir aufgebaut hast. Ja. Aber das Wichtigste ist halt nun mal, dass du dich selbst lieben musst, weil du die Person bist in deinem Leben, mit der du am meisten Zeit verbringen wirst und am meisten Zeit verbracht hast und am meisten durchlebt hast, ob du das glaubst oder nicht, aber das ist halt nun mal so. Du kannst noch in so vielen Foren sein, in noch so vielen Facebook-Gruppen, noch so tolle Videos gucken von irgendwelchen Leuten. Wenn du dich selbst nicht liebst, dann wird es irgendwie keinen Sinn machen, weil du wirst es als nicht sinnvoll erachten, beziehungsweise du würdest diesen kurzen temporären Verzicht, in dem Sinne nenne ich es einfach mal, wobei das auch relativ subjektiv ist, nicht eingehen wollen, weil du nicht weißt, wofür du es machst, und zwar für dich, weil du nicht weißt, dass du selbst wertvoll bist. Deswegen legt am besten jetzt die Bausteine dafür. Erlebt Sachen mit euch und so werdet ihr stark und habt erstens keine Angst, weil ihr wisst, was in euch steckt und zweitens wisst ihr, worauf ihr zurückkommen wollt, weil ihr mit eurem Körper, mit eurem Geist noch viel in dieser Welt erleben wollt und viel verändern wollt. Ja, könnt sehr gerne nochmal ein Persönlichkeitsvideo von mir anschauen, da habe ich es extrem motivierend und erkläre ich euch genau Schritt für Schritt, worauf es dann auch ankommt, ja. Das ist Punkt 1. Das nächste Mal erkläre ich euch was über das OPC-reichste Lebensmittel bzw. die OPC-reichste Pflanze der Welt. Und nein, es sind eben nicht diese Pillen, dieses OPC. Es ist noch was anderes, also seid auf jeden Fall gespannt. Wir sehen uns dann. Punkt 2, was ich machen würde, ist ganz klar den Zucker reduzieren bzw. den Zucker eliminieren aus eurer Ernährung. Reduzieren meine ich in dem Sinne, weil jedes Lebensmittel etwas Zucker hat. Aber wir sprechen hier von eigentlich kein Zucker. Wenn man den Potscan sich betrachtet, dann wird schnell klar, dass wenn man jemanden Zucker konsumiert, er sich wirklich in den Krebszellen vermehrt ansammelt, beziehungsweise fast ausschließlich schon im Kontrast zu sehen zu körpereigenen Zellen, die noch intakt sind, in dem Sinne normales Programm laufen. Das heißt, das Rennen werdet ihr auf jeden Fall verlieren, weil sozusagen es gibt bestimmte ja, ATP-aktivierte Kanäle, GLUT5 und so weiter, die Glucose in die Zelle ziehen, auch Fructose. Klar. Und wenn diese eben 10 bis 5, 12 Mal höher sind bei Krebszellen, dann ist klar, dass ihr das Rennen um einen Faktor 10 bis 12 eher verlieren werdet. Es gibt zwei Gründe, warum das so ist. Zum einen muss der Krebs mehr Zellteilungen einleiten, damit er am Leben bleiben kann. Das geht schon auf den zweiten Teil jetzt direkt über, weil das ist der eigentliche Grund. Das ist die Energiegewinnung. Ja? Zum Beispiel unsere Zellen generieren aus Sauerstoff und Glucose entsteht demnach H2O und CO2.
Und dabei entstehen 32 ATPs. Ja, das ist die Energieform in unserem Körper. Habe ich schon des Öfteren erklärt in meinen Videos. Wenn die Krebszelle, ja, das Ganze passiert ja in den Mitochondrien. Ja, das ist der einzige Grund übrigens auch, warum du atmest. Weil du die Glucose verstoffwechselst. Jetzt hoffentlich begreifen auch alle, wie wichtig Zucker für uns ist in dem Sinne. Deshalb diese ganzen Low-Carber und klar, Fructose ist jetzt, versteht ihr auch nicht, dass es geht hier ganz klar um Glucose, ja? Wie wichtig das für uns ist, ja? Dafür atmen wir. Das ist der einzige Grund, warum du atmest. Krebszellen müssen das nicht tun. Sie vergären sozusagen alles. Das heißt, es entstehen andere Produkte. Es entsteht eben Laktat, Milchsäure und nur 2 ATP. Das heißt, der Stoffwechselweg ohne Mitochondrien in dem Sinne, beziehungsweise mit defekten Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen in den Krebszellen, muss anders vonstatten gehen. Das heißt, der Körper, die Zellen müssen das anders wieder aufholen. Ja, das heißt, mehr Zucker, Kanäle und so weiter, damit sie das überhaupt keep up mit eurem Körper überhaupt aufrechterhalten können, ja, diesen Kampf. Und das ist eben das Problem an der ganzen Sache. Ja, die Bilanz ist 32:2. Das ist schon relativ günstig für unseren Körper. Aber durch den vermehrten Zuckeraufnahme und so weiter. Durch das Laktat, was entsteht bei diesen Krebszellen, entsteht Milchsäure. Also Milchsäure ist Laktat. Ja? Das ist sauer für unseren Körper. Das heißt, der Krebs produziert sein eigenes saures Milieu. Und was passiert damit? Das saure Milieu lässt eben andere Zellen absterben. Das heißt, diese werden nicht so gut durchblutet, das heißt Lymphozyten, also Leukozyten, das heißt weiße Blutkörperchen, können nicht an den Krebs mehr gelangen, um ihn zu bekämpfen. Und der Krebs kann besser metastasieren, also Metastasen bilden. Ja? Das heißt, eine eigentliche Übersäuerung des Körpers ist keine genaue Kausalität für Krebs, sondern eher eine Unterstützung der Metastasierung von Krebszellen und so weiter. Weil je basischer ihr euch ernährt, desto mehr puffert ihr letztendlich diese Milchsäure, die von dem Krebs letztendlich produziert wird als Abfallprodukt. Und desto mehr wirkt ihr dem quasi entgegen. Es gibt zahlreiche Studien, die beweisen, dass sehr, sehr hohe Zuckerkonzentrationen gerade in Abwesenheit von Ballaststoffen eben auch damit positiv korrelieren mit Krebserkrankungen, ja, wie zum Beispiel Magen, Verdauungstrakt, Gebärmutter, Eierstöcke, Darm und so weiter. Punkt 3 ist Wheatgrass-Saft. Das heißt Weizengrassaft, allgemein Gräser oder allgemein sehr dunkelgrünes Gemüse. Hier sind wir wieder bei der Basizität. Je grüner, je mineralienreicher und so weiter, desto basischer ist es für den Körper. Das heißt, wir hemmen damit aktiv sofort den Krebs, wie ich euch gerade erklärt habe. Das ist aber nicht das Einzige. Ja? Allgemein, wenn man sich Studien betrachtet, dann ist, wenn zum Beispiel Krebszellen und so weiter mit Weizengrassaft behandelt werden, dann sieht man ganz klar eine Senkung bereits nach 24 Stunden von der Vitalität, also von einer Teilungsfähigkeit, Verminderung von 65%. Ja? Und des Weiteren eine Apoptose-Einleitung von den Zellen, das heißt eigene Zelltod von diesen Tumorzellen, nach 48 Stunden bereits um 40% Erhöhung. Es ist auch falsch, die Annahme zu sagen, wenn man Sauerstoff hat, dann tötet man damit in dem Sinne den Krebs. Das sagen voll viele Menschen so, das ist aber gar nicht richtig, weil den Krebs juckt das überhaupt gar nicht, ob er Sauerstoff hat oder nicht, habe ich euch gerade erklärt. Er vergärt die Glucose, das heißt, er braucht keinen Sauerstoff für sein Leben in dem Sinne. Das heißt, wenn er da ist oder nicht, juckt ihn nicht. Das heißt, anders, Rückschluss muss man daraus ziehen, es ist wichtiger für unseren Körper, damit er besser gegen den Krebs arbeiten kann. Aber den Krebs interessiert es nicht. Das heißt, ihr müsst Lebensmittel konsumieren, die lebendig sind. Wenn du Lebensmittel, die lebendig sind und bereits noch Sauerstoff produzieren, ja, was Pflanzen halt nun mal so an sich tun, dann nimmst du natürlich auch frischen Sauerstoff auf. Und deshalb, frische Lebensmittel versorgen euren Körper mit Sauerstoff und helfen damit aktiv eure Zellen bessere Aktivität aufweisen als Krebszellen, weil sie eben so viel Sauerstoff zur Verfügung haben und damit noch besser funktionieren in dem Sinne, ja? Noch besser Glucose verstoffwechseln können. Naja, Spinat aus dem Gefrierfach ist ein Todeslebensmittel. Es lebt nicht mehr. Alles, was nicht mehr lebt, gekocht, gefroren und so weiter, lebt nicht mehr, produziert kein Sauerstoff mehr. Es gibt sehr, sehr viele positive Dismutasen und sehr, sehr viele Enzyme, Wirkstoffe allgemein in diesem Weizengras. Die kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen, beziehungsweise für den Rahmen des Videos sprengst. Ja, eliminieren die Zellteilung, ja, in dem Sinne, komplett von Krebszellen, ja, und schränken damit das Wachstum massiv ein, ja, seht ihr zum Beispiel hier auch schon mal in der Studie. Und jetzt kommt noch ganz, ganz wichtig, warum dieses Grünzeug auch, weil es am meisten Chlorophyll enthält. Also das Weizengras enthält, erdisch gesehen, am meisten Chlorophyll. Da geht halt nichts drüber, ja. Am besten natürlich, wenn es draußen wächst, ja, ganz, ganz klar.
Wobei Chlorophyll wobei Gräser sehr, sehr sonnenlichtaffin allgemein auch sind und in der Wohnung selbst dann immer noch sehr hohe Konzentrationen aufweisen, ja. Und viele Menschen machen Videos über Chlorophyll und erzählen, warum das so toll ist und über bestimmte Enzyme da drin alles, ja, aber keiner erzählt so wirklich, warum es wirklich so wichtig ist und was genau macht. Das finde ich mal sehr schade eigentlich. Und deshalb möchte ich euch das mal kurz nahelegen, damit ihr da ein bisschen mit den Diskussionen besser einsteigen könnt in die Sache. Und zwar gibt es polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, ja. Zum Beispiel Abfall bzw. unvollständige verbrannte Abgase von Autos zum Beispiel, ja. Da sind diese Kohlenwasserstoffe. Das sind sehr, sehr große Gebilde, Kohlenwasserstoffe mit delokalisierten Elektronen. Paaren und die sind ganz klar, könnt ihr googeln, karzinogen, ja, die verursachen ganz, ganz klar Krebs und die sind überall in der Welt, durch die Autos, allgemein durch jede Verbrennung und so weiter, ja, von Kohlenstoffen und so weiter, entstehen diese. Und was Chlorophyll macht, es komplexisiert sie, das heißt, es geht mit denen eine Verbindung ein, gerade weil diese auch delokalisierte Elektronen haben und damit sehr, sehr reaktionsfreudig sind an diesen Elektronen und damit bildet sich ein Komplex. Und ich erkläre ganz genau gleich nochmal, wie das letztendlich dann vonstatten geht. Des Weiteren gibt es auch noch andere karzinogene Substanzen, ja, wie heterozyklische Amine zum Beispiel. Ja, und Amine kennt ihr? Amin sind die Aminogruppe, ja, Aminogruppe, Aminosäuren, Proteine, da schließt sich dann der Kreis, ja. Das heißt, von Erhitzung von Proteinen entsteht es ganz, ganz klar, zum Beispiel Fleischerhitzung, da pur wirklich. Allgemein jede Erhitzung von proteinhaltigen Substanzen, auch pflanzliche Dinge enthalten Proteine. Und auch so, also in Rohkost natürlich fast gar nicht vorhanden, in Kochkost viel, viel höheren Mengen. Und auch diese können komplexisiert werden. Des Weiteren gibt es noch Aflatoxine, ja zum Beispiel Schimmel, gerade bei Bio-Lebensmitteln. Ihr kennt es, wenn ihr zum Beispiel Zitronen mal ein bisschen lagert, auch wenn die bio sind, schimmeln die sehr, sehr schnell, weil eben nichts drauf ist. Es gibt immer Vor- und Nachteile halt von dem Sinne. Das heißt, Schimmelsporen sind fast immer überall, gerade vermehrt auch bei Bio. Dazu gab es auch mal eine Studie. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch finde, dann blende ich die mal ein. Und diese werden ebenfalls gebunden, ja. Das heißt allgemein hydrophobe Moleküle, ja, das sind eben diese, die nicht so schnell vom Körper einfach ausgeschieden werden können, ja. Also hydrophob ist immer nicht wasserlöslich in dem Sinne, ja, das heißt fettlöslich. Und das sind auch die gefährlichen, weil die jetzt endlich diese Membran auch passieren können, diese Doppellipidschichten, ja, von dem Körper. Und es ist so, dass dieser Komplex eben, nachdem das Chlorophyll gebunden hat und das Molekül, das hydrophobe Molekül komplexisiert hat, das halt umkreist hat von ganz, ganz vielen Chlorophyllmolekülen, dann kann das nicht mehr absorbiert werden von unserem Körper, so wirklich. Und was dann passiert ist, es wird einfach ausgeschieden vom Kot. Es kann nicht, weil es nicht aufgenommen werden kann. Und das nennt man dann blutreinigend. Viele sagen, ja, das Grün ist ja so blutreinigend, aber keiner weiß genau, warum das halt so ist. Und das ist eben das, weil es diese ganzen Substanzen eben bindet, komplexisiert und damit kann die nicht mehr resorbiert werden können von unserem Körper und dann werden sie einfach ausgeschieden und damit reinigt sie unser Blut quasi von Blut über Lymphe, Leber, Darm und dann Mastdarm und dann raus, ja. Punkt 4 ist Vitamin D, was sehr, sehr wichtig ist, das Sonnenvitamin, ja. Und ein ganz, ganz entscheidender Punkt, was ebenfalls nie erwähnt wird in diesen ganzen Videos, die schon über Vitamin D existieren, ist, dass Körperzellen und auch, jetzt kommt's, Krebszellen ebenfalls konvertieren können. Das heißt, umwandeln können von 25-Hydroxy-Vitamin D letztendlich zu der aktiven Form, 1,25-Dihydroxy, ja, Vitamin D3. Das ist die aktive Form, die potente Form. Und das können alle diese Zellen, ja, des Weiteren auch, nicht nur, wie man sagt, in der Leber und so weiter. Nein, also Prostata, Magen, Darm, Brust, Eierstöcke, Bauchspeicheldrüse, Lunge und so weiter kann das alles machen. Und gerade auch Krebszellen, das ist eben das ganz, ganz Wichtige. So, und das heißt, das stoppt übrigens auch übermäßigen Wachstum von Epithelzellen, ein gesunder Vitamin D-Spiegel, ja, das heißt Wucherungen, ja. Und auch von Prostata und auch von Verdauungstrakt und so weiter, ja. Blende ich hier auch nochmal alles ein, ja. Und es stoppt natürlich auch noch Krebs, Wucherung in dem Sinne, Eierstöcke, Brust, Leber, Bauchspeicheldrüse, Magen, Lymphknoten und so weiter. Blende ich auch alles nochmal unten ein, studienbasiert. Und jetzt fragt man sich, warum ist das so? Was macht dieses Vitamin D? Und es geht da ganz klar um diese E-Katherine, ja. Und diese E-Katherine, die sind aufgebaut in dem Sinne aus Calcium und Vitamin D. Und es ist so, das sind transmembrane Glykoproteine, ja. Das heißt, so Verbindungsstellen in dem Sinne von verschiedenen Zellkomplexen. Und wenn diese nicht vorhanden sind, dann lösen die sich quasi einfach nur auf, ja.
Und das, wenn das nicht vorhanden ist, sozusagen das Vitamin D in dem Sinne, woraus sie bestehen letztendlich, oder zum Beispiel auch Kalziummangel, dann kann das nicht mehr aufrechterhalten werden und die Zellen würden quasi auseinanderfundieren. Bevor das passiert, und das würde der Tod der Zelle bedeuten, weil die Zelle ja untereinander kommunizieren müssen, wenn sie voneinander getrennt werden und dann sie nicht mehr untereinander kommunizieren können, dann werden sie nicht mehr versorgt in dem Sinne und dann werden sie sterben. Bevor das passiert, leitet die Zelle eher Krebs ein zum Beispiel, damit sie eben nicht stirbt und versucht, schnellere Zellteilungen zu generieren. Wenn man aber wieder das Vitamin D liefert für diese Ekaterina, dann muss die Zelle das nicht mehr machen, diese Wucherung und so weiter, weil sie weiter bestehen kann in dem Sinne, okay? Das ist die Wirkungsweise von Vitamin D und Krebs. Das ist die genaue Verbindung. Als letzter Punkt noch ganz klar, 5, was muss man überhaupt dann noch essen? Was kann man essen? Deshalb, man kann 1000 Supplements nehmen, Vitamin B17, Kurkuma, was auch immer. Aber man muss natürlich auch ganz klar noch was essen, ja? Zu trinken haben wir genug, das Grünzeug. Jetzt brauchen wir noch richtiges was zu essen, ja? Und die passende Einstellung haben wir auch schon. Das heißt, das Wichtigste, das Beste, was man dann essen kann, sind, vielleicht wisst ihr es, Kreuzblütler, Brassicaceae. Ja? Haben so Blütenblätter, so kreuzförmig, erkennt man ganz leicht. Raps gehört irgendwas auch dazu. Dazu gehört ebenfalls noch Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, Kohlrabi, normaler Kohl, Rosenkohl. Und das Wichtige daran ist, sie enthalten alle Sulforaphane. Sulforaphan ist übrigens noch viel, viel höher konzentriert, immer in diesen Sprossen von diesen Kohlen, ja, von diesem Brassicaceae. Zum Beispiel Brokkoli 100-fach mehr als der ausgewachsene Brokkoli. Ja, und das Wichtige, das ist ein Senföl letztendlich, das wird hergestellt aus der Hydrolyse von Senfglykosiden und das heißt, Hydrolyse heißt immer Reaktion bzw. Spaltung nach der Reaktion mit Wasser in dem Sinne, ja. Das heißt, meistens Wasser wird dann in dem Sinne gespalten, ein Teil OH, ein Teil Wasserstoff, H, ne? Also H2O. So, und das Allerwichtigste ist, dass diese eben dieses Sulforaphan enthalten. Ja? Solche Studien zeigen auch bei 3 Servings sozusagen von diesen Kreuzblütern, ja, dann beziehungsweise schon ein 35% verringertes Risiko von Hodgkins Lymphom, also das ist dieses Lymphknoten, Lymphkrebs in dem Sinne, ja. 35% Verringerung, ja. Des Weiteren Fruit und Vegetables ebenfalls in Studien basiert. Ganz nett, ja, aber im Vergleich Kreuzblüter 51% potenter. 3 Servings sozusagen am Tag von diesen, drei Servings pro Woche von diesen Kreuzblütern verringert das Risiko von Lungenkrebs 64-74%, von Prostatakrebs um 41%, ebenfalls alle studienbasiert, ja. Und das ganz, ganz Wichtige ist jetzt, dass, wie das wirkt letztendlich, das zerstört die Mikrotubuli, ja, und das sind Aktinfilamente, ja, des Zytoskeletts der Zelle. Das heißt, jede Zelle, so wie wir auch, hat eine bestimmte Aufrechterhaltung der Form, ja, Form geben. Wie unser Skelett gibt uns ja auch unsere Form, unsere Struktur vor, ja, der Kopf und so weiter. So, und wenn das nicht mehr vorhanden, beziehungsweise das nicht mehr aufrechterhalten werden kann, beziehungsweise das wird zerstört von diesem Sulforaphan, dann fällt die Zelle ein und dann kann sie nicht mehr fundieren und kann letztendlich nur noch Apoptose einleiten. Und das tötet dann aktiv so gesehen die Krebszellen. Ja? Ganz klar, so wirkt dann letztendlich wieder Sulforaphan. Zig Videos existieren, aber keiner beschreibt, wie es genau funktioniert. Und das geht, wie gesagt, greift eben diese Mikrotubuli, das heißt das Zytoskelett der eigenen Zelle, der Zelle dann an, der Befallenen, ja. Ja gut, das war's wieder von mir. Ich hoffe, ihr konntet wieder super viel lernen und falls es mal jemanden ist oder sonst was und es jemanden trifft, kann ja immer sein, egal wie gut du dich ernährst oder sonst was, es hat noch ganz viele andere Einflüsse und tatsächlich gibt es auch Krebsarten, die nicht in dem Sinne so wirklich verhindert werden können. Könnt ihr sehr, sehr gerne dieses Video zeigen und einfach mal Eindrücke darauf wirken lassen. Okay, ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, teilt das Video sehr, sehr gerne und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Provegan am Limit. Ciao.